voor Stekkenstein! Duibla! Duibla! Ja, je schaam ziet er waanzinnig worden. Also, das ist doch die Höhe. Was ist, wo brennt's, hä? Der Feuerhalle brennt's. Jesus. Der Oberhofer wartet schon seit 10 Minuten auf sein Begräbnis. Ach so, und hat er sich schon aufgeregt oder was? Reden Sie nicht blöd, stehen Sie sofort auf. Jens, der Herr Oberhofer hat 32 Jahre auf sein Begräbnis gewartet. Wieder 10 Minuten einer der Blasen, oder? Döbler, reißen Sie sich zusammen und ziehen Sie sofort die Uniform an. Jetzt ziehen Sie das Hemd gescheit an. Das ist doch eine Erniedrigung einer österreichischen Amtsuniform. Ja, mal das Hemd anzeigen, das ist eine Erniedrigung von einer österreichischen Amtsperson, nicht mehr von mir. Jetzt, wenn Sie sich noch lang spüren, dann sind Sie die längste Zeit eine Amtsperson gewesen. Sie Witwentröster. Was war das? Witwentröster. Es weiß eh ein jeder, dass es sich von der Witwe, von dem seligen Hofrat gehört, also, dass sie mit der, na, dass sie sich aushalten lassen. So. So? Na, immer noch besser, sie lassen mich von der Gemeinde aushalten. Bei meiner Witwe, da habe ich nämlich flexible Dienstzeit. Gleitzeit wahrscheinlich. Au, das wird Folgen haben. Richtig. Folge 1, ich kündig. Folge 2, Sie werden mit einem schmerzenden Urwaschel in Oberhofer selber eingraben. Sie sind gefeuert! Sie sind gefeuert!